Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist rein zufällig. Was geht? Aber ganz Schnittchen, vielen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zu dem neuen Trash-Format auf YouTube. Sims 4, Magie fürs Leben. Wir präsentieren euch hier, und mit wir meine ich Christian, Johnny, Brammen und ich, wir präsentieren euch hier den Abgrund der sozialen Bevölkerung. Ihr bekommt hier gescheiterte Existenzen, Intrigen, wahre Liebe und ehrgeizige Menschen. Jeder von uns Vieren hat seine eigene Familie erschaffen, die es in 10-minütigen Episoden alle 3 Tage zu bestaunen gibt, ja? Ich fange jetzt einfach mal an in diesem Moment. Ich habe mich dafür entschieden, Rudolf und Ingrid Hartwig, der ein oder andere kennt ihr noch aus Brams fabelhaften Erzählungen, die beiden meth-kochenden, alternden, ich sag mal Hartz-IV-Empfänger. Und ich habe eine kleine Geschichte darum gestrickt, und zwar wird es darum gehen, dass Rudolf und Ingrid ja sich in einem kleinen Dörfchen niederlassen, ja, um ihren ich sag mal, Intrigen nachzugehen. Rudolf, ja, wie wir hier schön sehen können, wie ich ihn gerade am Erstellen bin. Rudolf ist, ich sag mal, ja, ein griesgrämiger, hinterhältiger Saftsack, der nichts anderes im Sinn hat, als, ja, seine tägliche Portion Meth zu kochen und diese auch zu verticken, ja, was natürlich keiner wissen darf. Das muss alles unter dem Deckmantel der, ja, lieben Rentner geschehen. Unsere Ingrid dagegen ist quasi unsere, ja, ich sag mal, liebreizende, leicht verbitterte alte Dame, ja, die im Prinzip eigentlich nur Kinder haben möchte und mit diesem ganzen Meth-Geschäft nicht allzu viel am Hut haben möchte. Da Rudolf und Ingrid allerdings Geschwister sind und durch jahrelange inzestiöse Liebeleien leider kein Kind entstehen konnte, hat man sich dazu entschieden, Dennis D. Hartwig sich ins Haus zu holen als Adoptivsohn. Ja, ich bin nämlich quasi, beziehungsweise Dennis D. Hartwig ist der Neffe 5. Grades, ja, und verlor seine Eltern bei einem tragischen Autounfall, ist eigentlich ein recht normaler junger Mann, der aufstrebenden Geistes ist. Er möchte eigentlich nur erfolgreich sein. Da er allerdings so gut wie keine Verwandten mehr hat, ja, außer Rudolf und Ingrid, wird er quasi dazu gezwungen, in diese Familie hineinzuziehen. Und all das führt dann, ich denke mal, zu einer doch recht witzigen Konstellation. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was da passieren wird. Also Rudolf, unser methgieriger Junkie, ja. Ingrid, die eigentlich nur eine Familie haben möchte, und Dennis D. Hartwig, der eigentlich überhaupt nicht in dieses ganze Geschehen reinpasst. Wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und lasst uns die Spiele beginnen! So, Freunde, nachdem ihr nun einen kleinen Einblick darin hattet, oder beziehungsweise ich euch einen kleinen Einblick gegeben habe in die geile Familie um Ingrid und Rudolf Hartwig und den dazugekommenen Dennis D. Hartwig, ja, ob er nun freiwillig da ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Ich habe erst überlegt, ob ich das Bauen jetzt hier überspringen soll, aber da habe ich mir gedacht, nee, komm, scheiß drauf, Sims ist nun mal ein kreatives Spiel und ihr möchtet bestimmt sehen, wie ich die Wohnung einrichte und was ich daraus mache, denn wir wollen ja eine richtige Meth-Höhle hier zusammenfriemeln, wenn uns das Spiel denn die Möglichkeiten dazu gibt. Daher gucken wir jetzt erstmal, es ist tatsächlich erst mein erstes Sim, ja. Und wir gucken jetzt mal hier rein, was uns alles hier für Möglichkeiten geboten werden. Dies ist das Baumenü, hier findest du Baukomponenten wie Treppen. Blablabla. Okay, alles klar. Alles klar, heißt also, Objekte nach Zimmer, dann gibt es hier Objekte nach Funktion. Du kannst andere auch nach Funktion einkaufen, wie einfach Elektronik öffnen, Objekte in deiner Funktion. Ach du Scheiße, alles klar, da kann ich Schreibtischstühle, Sofas, Verschiedenes, enthält neue Objekte. Haushaltsinventar. Okay, gib unter dem Suchen das Objekt. Suche nach dem Sofa. Sofa. Sofas. So. Du kannst Objekte auch im Haushaltsinventar platzieren. Was wird das im Fall eines Umzugs nützliches? Öffne das Haushaltsinventar. Alles klar, hier ist aber natürlich nichts am Start. Okay, hier kannst du die Sichtbarkeit der Wände, das angezeigte Stockwerk oder die Kameraeinstellung verändern. Klicke die Buttons, um die Wand- und Kameraeinstellung zu ändern. Ich weiß nicht, wer von euch schon Sims gespielt hat.
Okay, es gibt sehr viele Tools, die dir dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deine Sims zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools. Gott. So, also unsere kleine Ingrid, ja, möchte ihre Kreativität beim Kochen ausleben. Ja, wie könnte es denn besser sein? Komm, sind sie in die Stadt gezogen? Schon darf die Meth-Produktion auch direkt schon beginnen. Oh, schön, ey. Oh, das mag ich. Okay, wir kaufen uns am besten mal den Traum aus Linoleum. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal ein vorgestaltetes Zimmer. Ich kann hier auch Fundamente irgendwie... Also, Traum aus Linoleum. Zimmer kaufen. So. So. Wir können das ja mal so machen. Theoretisch gesehen kommen unsere Sims ja hier rein. Und da wir sicherlich auch ein paar Zimmerpflanzen machen wollen. Wir wollen ja den Eindruck wahren, dass unsere... dass wir hier nichts Illegales tätigen. Also bauen wir das einfach mal ganz dreist. So, zack. So, jetzt haben wir für 2000 so ein Ding gekauft. Jetzt können wir die natürlich auch noch drehen. Ja, und komplett verschieben. Ey! Nein, 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 nein. Ach so, ich kann die, ich kann die jetzt noch verschieben hier. Okay, die Küche kann ruhig hier hin. So, was ist das? Mittlere Wand. Ah, ich kann auch hohe Wände machen. Oh, wie cool ist das denn? Na, für eine Küche reicht aber eine niedrige Wand. Das können wir jetzt ja einfach mal so stehen lassen. Kann ich jetzt eigentlich auch... Ah, guck mal hier. Ah, ist ja wunderbar. So, das Problem ist jetzt habe ich die Tür natürlich nach außen gebaut. Das ist ein bisschen dämlich. Also packen... Ey. Nein. Drehen. So. Nee, das ist aber doof, wenn man das von der Seite sieht. Das finde ich nicht schön. So. Ey, wisst ihr Bescheid, Leute? Ich bin ja eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Das bedeutet, dass ich mich hier meistens sehr, sehr gerne lange und ausgiebig auslebe bei sowas. Aber da wir ja hier unsere Folgen schön zusammenschneiden, werde ich mich jetzt hier auch nicht 3 Stunden lang mit dem Scheiß aufhalten. Ich kann natürlich die Küche noch ein bisschen länger machen. Ne? Das kostet mich ja natürlich immer wieder Knete. Aber da wir ja kein Geld haben, lassen wir das erstmal so. Ja. Ingrid und Rudolf sind ja gerade erst eingezogen, die Knete ist noch nicht da, das Meth ist noch nicht, es fließt noch nicht, ja, also der Verkauf, der steht noch nicht. Und, können wir eigentlich auch einen Flur machen? Sowas wie einen Flur? Kann man bestimmt, ha? So, ich kann jetzt natürlich die Ingrid, wenn ich jetzt mal hingehe, was ist das, wählen. Ich bin ja jetzt im gesamten Baumenü hier drin. Komme ich denn hier wieder raus? So, wir gucken jetzt erstmal, dass wir Ingrid jetzt einfach mal in unserer geilen Küche hier so ein... was können wir machen? Ah, komm, ein Grillkäse. Können wir machen eine Einzelportion, ja? So, guck mal, jetzt läuft unsere Ingrid auch dahin, ja? Schweren Ganges. Sau geil. Ohne Scheiß. Die Frau ist der Hammer. So, jetzt können wir dabei zugucken, wie Ingrid live, ja... unseren Nutella-Käse. Nee, wie hieß das noch? Erdbeerkäse. Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Was soll das eigentlich? Ich komme hier hin und kriege hier so eine Scheiße wie Erdbeerkäse vorgesetzt. Da bin ich aber eindeutig Besseres gewohnt. Erstmal mein Handy checken. Oh, okay. Dennis D. hat, ich möchte von dem Fraß nichts haben. Guck mal, da kommt auch Rudolf schon an. Ja, da scheint sich ein handfestes Familiendrama anzueignen. Was passiert denn da? Oh, der möchte der auf die Schnauze hauen, oder wie? Ingrid Hartwig. Ja, wunderbar. Ah, der hat Hunger. Guck mal, der soll noch was machen. Ja, wunderschön. Guck mal, ist das nicht schön? Auf unserem Grundstück, Familie Hartwig befindet sich in der Küche und snackt was. Ja, was labern die denn da? Was ist denn mit ihm? Sportkleidung, Abendkleidung, Party. So, dein Zimmer hat Kochfähigkeiten. Es gibt noch viele andere Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Öffne dieses Fenster, um mehr über die Fähigkeit zu erfahren. So, Fähigkeiten verbessern. Du kannst deine Fähigkeiten... Fähigkeiten fährst. So, alles klar. Jeder kann kochen, aber genießerische Sims. Profitiere davon ein wenig zusätzlich jetzt deine Aufmerksamkeit in der Küche zu stecken. Du kannst deine Kochfähigkeit hauptsächlich verbessern, indem du Kühlschrank am Ofen oder einer Theke Essen zubereitest. Wenn du diese Fähigkeit verbesserst, werden neue Kochtricks... Okay, mit Essen meinen die hier natürlich Meth. Ja, ganz einfach. Die Gefühle, das müssen wir beeinflussen, indem wir zeigen, wie das funktioniert.
Ich muss jetzt eigentlich eine Dusche kaufen, aber unsere Ingrid fühlt sich jetzt erstmal hier zu Dennis D. Hartwig kennenlernen. Denn wir wissen ja, ich bin ja einfach als Ziehkind hier in diese Familie gekommen. Und während Rudolf sich ja natürlich einen Scheißdreck für mich interessiert, möchte unsere Ingrid natürlich den Dennis sehr, sehr viel näher kennenlernen. So, wie geht denn das jetzt? Mit Familie angeben, alles klar. Was nein, das möchte ich nicht. So, nicht, nee, du willst nicht joggen gehen, du willst hier mit dich mit ihm unterhalten. Rumblödeln, ja komm, blödel mal ein bisschen rum. So, hier. Ah, die unterhält sich jetzt mit dem. Plaudert mit Dennis D. und Rudolf. Ja gut, dann bauen wir jetzt aber erstmal unsere Dusche. Badezimmer! So, wo konnte man denn die kompletten Räume hier? Da war das doch. Hier, Badezimmer. So. Hier, reine Notwendigkeiten. Guck mal, hier haben wir da das Billo-Badezimmer vor dem Herrn. Mal kosmisch sauber geht natürlich auch. Das ist ein schönes Badezimmer. Guck dir das mal an. Vollgepackt mit Funktionen. Aha, guck mal, und es geht natürlich auch mega edel. Aber wir kaufen natürlich erstmal. Was nehmen wir denn? Ach komm, schön in einem Blau. Zimmer kaufen. So, zack. Alles klar, die Tür ist da. Ich baller das jetzt einfach erstmal hier hin. So, wir können das ja drehen. So. Die Tür ist wo? Da, okay. Dann müssen wir das nochmal drehen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Küche ist da, Badezimmer ist da. Hier kommt dann nachher der Garten hin. Wir machen das Haus jetzt erstmal klein. So, wir packen jetzt erstmal das Ding genau dahin. Ja. Weil hier, nachdem wir nachher die Haustür hinkommt, hier kommt der Flur, dann machen wir hier Wohnzimmer hin. Und vielleicht machen wir noch einen zweiten Stock. Aber hier ist jetzt erstmal frei. Das ist jetzt mal eine ganz kleine Gammelbude, wo wir wohnen. So, und das finde ich ja schon, ja, finde ich gut soweit. So, du, wir wollen jetzt wieder zurück in den Live-Modus. Nein, das möchte ich nicht. Was habe ich da getan? Nein. Ah, so. Alles klar, so, hier. Live-Modus. So, Mädel. Dann, baden. So, ich kann natürlich auch die ganzen anderen Sims hier immer anwählen. Was hat der hier für Probleme? Böse werden. Wegen Bestreben Staatsfeind. Naja, stimmt. Unser Rudolf ist ja so ein Problemkind gewesen damals. Ja. Oh, oh, unsere Ingrid. Unsere Ingrid hat sich nackig gemacht. Oh, was ein Anblick. Guckt's euch an. Dieser sexy 70-jährige Körper. Oh Gott. Nein, das wollen wir nicht weitersehen. Eieieiei. So. Das Klärchen. Ja, Freunde. Ich will ja eigentlich nur mein Meth kochen. Jetzt muss ich mich hier mit so einem Schnösel herumschlagen. Erstmal mein Handy checken. Oh, shit. Moin, moin, ihr geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zu Familie von Nougat. Diese 6-Personen-WG werdet ihr vielleicht von der letzten Sims 3-Version kennen. Ich werde sie aber ein wenig diesmal abwandeln. Ihr werdet sehen. Ja, die Frisur könnte schon mal passen. Muss dann nochmal ein bisschen hier abändern. So. Ah, das ist echt nicht so einfach. Glaubt mir. Gott, das ist echt schwer, nach Vorlagen zu arbeiten. Okay, wir machen es mal eben kurz einfacher. So, jetzt ist es Dennis. Ah, bitte Leute, wenn das irgendeiner von unserem Team sieht. Ja, ich meine das nie, alles nicht böse. Okay, so, jetzt brauchen wir Nerd-T-Shirts. Ich trage ja auch gerne Nerd-T-Shirts, Brammen auch. Ja? Dennis? Wie siehst du aus? Bist du zufrieden? Oder nicht? Zack. So.
Bram, guck mal, jetzt siehst du doch schon mal richtig schnieke aus mit deiner Uhr, die man nicht sieht. Oh, Brammen, du geile Sau. So, Sport. Ich glaube, das lassen wir so. Vor allem mit den Socken. Bram, schick, schick. So, Bram, was siehst du für ein Schlabberzo? Was hast du in meinem Schlabberzo an? Komm hier. Hat der auf jeden Fall Socken an? Das kann doch nicht. Wie geht der mit Socken schlafen? Da. Ah. Schon besser. So. Du gehst nicht aus ohne Sonnenbrille. Aber ich bin ja mal nicht so, du hast auch verschiedene Sonnenbrillen. Du willst viel Vermögen verdienen. Und zwar... Ich will einfach noch reich werden. Der Volke Beruf haben. So, Bram, was bist du? Du bist... Also, Bram ist schon so ein kleiner Bro. Ist auf jeden Fall auch ein Vielfraß. Entschuldigung, Bram. Bram ist natürlich materialistisch. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, klar, Mann. Money, money, money. So, Bram, du bist fertig. Dann haben wir schon unseren nächsten Sim, den wir jetzt bauen. Wichtigste erstmal wieder das Gesicht. Ihr kennt das ja. Die Haare. Ohne die Haare geht natürlich bei dieser Person nichts. Ha, wer könnte es sein bei der Frisur? Das weiß ja eh schon jeder. Nein, die sind viel pushiger. Die sind so dick am Anfang. Die nehmen aber dann ab. Wieso gibt es denn hier keine, die... Ah, das ist zu viel. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr in die Kommentare schreibt, welche Person mir am besten eurer Meinung nach gelungen ist. Ich gebe mir da echt Mühe. Könnte ich doch schon fast zufrieden sein, muss ich ehrlich zugeben. Oder? So, Peter. Du bist doch ein kleiner Snob, ja? Peter trägt gerne weiße Schuhe. Ja? Damit kann ich doch schon fast leben, Peter. Okay, Abendbekleidung. Ausgehbekleidung. Der Peter, der hat eher so eine Fliege. Ich glaube sogar tatsächlich, dass der mal auf einem Abschlussball oder sowas eine Fliege hatte. Also eine rote. So. Jawohl. Schickimicki. Sport. Ich habe noch nie jemand von uns in Sportkleidung gesehen. Verdammte Scheiße. So, Peter. Peter ist im schicken Pyjama. Hat er ein Pyjama? Ach komm, wir machen ihn mal mit dem schicken Pyjama hier. Zack. Ja, das ist doch schön. Oh, damit kann ich leben. Und Ausgekleidung. Roger. Auf jeden Fall. Mensch, Peter, ey, du bist aber auch ein Schnuckelig. Möchte alles über Computer wissen, vom Spielezocken bis hin zu Karrieren. Okay, Peter ist schon ein kleiner Snob. Der ist aber auch so ein Perfektionist, muss man sagen. Peter ist auch sehr ordentlich, muss man sagen. Peter, damit bin ich mit dir auch sehr zufrieden. Okay, leck mich am Arsch, dann bin ich ja schon dran. Ich würde mir auch weniger Haare machen, wenn ich könnte, aber kann man nicht. Ein bisschen schade. So. Also wichtig sind erstmal bei mir die Ohren. Sieht aus wie der Matt. Vom Matt Magazine. Der Typ. Oh Mann. So, wie sehe ich denn aus? Ich trage normalerweise gerne T-Shirts. Ja, damit kann ich leben. Okay, dann die Abendbekleidung. Ich will ein Hemd anziehen. Einfach ein ganz normales, kariertes fucking Hemd. Also das gibt's gar nicht. Tja, dann halt mit schöner Krawatte. Geh ja schon mit weißer Hose, ey. Wenn dann voll Prolo hier. Wenn schon, denn schon. Sport. Gibt's Trikots. Ah ja, okay. Dann halt, so was. Ja, sieht doch schon... Dortmund am ähnlichsten. Ich will noch Socken anziehen. Jawohl, komm, dann ziehen wir diese sexy Socken an. Ja, schon fast Dortmund-mäßig. Was ist denn mein Ziel? Möchte ich gerne die Essenz des Geschmacks oder möchte ich Naturliebhaber sein? Was ist das denn? Meister des Unfugs? Da weiß ich ja schon, wer das wird. Komm, ich möchte Meisterkoch werden. Kochen tue ich sowieso voll gerne. Deswegen bin ich dann halt auch ein Vielfraß. Bin... manchmal doch etwas
Gemein. Und ich bin natürlich kindisch. Das sind die besten Voraussetzungen für einen Koch. Cool, Jay von Nogat ist auch erstellt, alter Vater, ey. So, next one, please. Ich sag noch nicht, wer es ist. Weil für meiner Meinung nach könnten bislang noch zwei kommen. Okay, jetzt steht's dann fest. Wer wird wert? Hat einfach eine andere Haarfarbe. Er ist aber auch dunkel fucking blond. Ah, heilige Scheiße, dann mach ich hier mal diese Farbe. Ist in Ordnung. Das ist noch nicht Seppieu. Nee. Es ist jetzt ja mittlerweile wahrscheinlich herausgekommen. Ja. Okay. Hey, mit Leben. Meine Phrase. So, Sepp. Was ziehst du denn gerne an? Jau. Okay, dann haben wir den auch durch. Die Abendbekleidung vom lieben Sepp. Ah, hier, das schöne Bordeaux-rote Hemd, das man nicht aussehen kann, aber wir nehmen es einfach mal. Sportbekleidung. Ah, die Socken wieder, ey, die sind der Hammer. Du bist auch Dortmund-Fan, ne? Angekommen, dann kriegst du auch das Dortmund-Trikot an. So, so. Ja, aber... Ich möchte selbst so Schnuffelhäschen anziehen, weil er ja auch den Hardy Hasi nennt. Dann kriegt er da noch sowas an. Okay, Sepp. Bist du mit dir zufrieden? Das hoffe ich doch. So, der Sepp. Er möchte Bastler werden. Eigentlich ist er kreativ, aber im Bastlerbereich. Wo gehört das denn dann zu? Möchte die große Liebe finden und wird ihr ein verfülltes... Ach, sollen wir Sepp zum Romantiker machen? Können wir machen. Wir machen mal den Sepp zum Romantiker. Dieses hier möchte die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Leben verbringen. Ja, natürlich. Sepp möchte lieben. Lieben, lieben, lieben. Und dazu muss er besonders romantisch sein. So nerd. Mal gespannt, wie der das abgeben wird. Machen wir aus ihm auch einen kleinen Geek. Er ist Perfektionist, ja sicher. Hardy ist schon fertig. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ein bisschen aufgepumpte Arme hat er vom Wichsen. So, Hardy, deine Frisur. Du hast viele Frisuren, mein Freund, ja? Ja, warum denn nicht? Ne, nimm die. Ich gebe mir auch Mühe, ja? Ich will dich nicht voll verarschen. Du hast halt eine größere Nase. Ja. Hardy? Wie schaut's aus, Kollege? Was kann man denn für Make-up machen? Ach du Scheiße. Ah ja, das könnte wirklich Hardy sein. 1000 Accessoires. So sein Lederarmband. Halsband. Ist auch schön. Hardy hat sehr bunte Schuhe. Jo, Hardy. Guck mal, wie sieht's aus? Hm? Zufrieden? Ja, geil. Meine Güte, du Player, Hardy. Ja, schick. Dann fehlt ja jetzt noch ein schön lässiges Ausgehts-Shirt. Eine Weste. Hardy trägt doch auch mal gerne Westen. Achso, das war's fehlen, aber. Mein Gott, Hardy ist echt modisch. Ohne Scheiß. Hardy, überall Ringe, überall Arme mit. Alter Vater. Warum hat Hardy eine Brille an? Fällt mir gerade so auf. Hardy hat doch keine Brille auf. Hardy von Nougat. Hardy. So, Hardy von Nougat. Hardy von Nougat möchte Meister des Unfugs werden. Ein Spinner. Eigentlich ist er auch kreativ. Hardy ist Bro. The last but not least. Chris. Ja. Nehmen wir die. Christian hat aber doch ein rundlicheres Gesicht. Lustig, wie alle dieselbe Frisur, dieselbe Brille haben vom Prinzip. Und die gibt's alle nicht in Schwarz. Ohne Scheiß. Da muss echt. Das ging schnell. Das ging schnell. Dann. Klamotten.
Christian kriegt meinetwegen auch das. Das finde ich cool. Minecraft-T-Shirt. Jawohl. Chucks. Er trägt Chucks. Er hat aber auch eine Uhr. Er hat auch einen Ring. Ich meine, er hat auch einen Ring. Und ich meine damit keinen Penisring. Aber Leute, ich hab da Hose. Der schrecklich aus. Oh mein Gott. Vor allem der Hut. Der nervt. Okay. Ist das was? Noch den Ring nicht vergessen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ihm die Frisur weggemacht. Nein! Brauchen wir doch noch. Christian kriegt aber auch eine Sonnenbrille. Christian ist auch Dortmund-Fan. Deswegen kriegt er auch seine Dortmund-Sachen an. Alter Vater. Das hat jetzt auch nur anderthalb Stunden gedauert insgesamt. Ja, Christian, du bist leider der Letzte. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich aus dir machen soll. Du spielst gerne Musik. Du spielst gerne auf der Gitarre, ne? Du bist jetzt Profimusiker. Na, was, wie ist das? Eigentlich meist fröhlich. Du bist natürlich ein Musikliebhaber, klaro. Und du bist sehr gesellig. Das war's. Das war die volle Charaktererstellung. Brammen. Pete. Jay. Sepp. Hardy. Und Chris. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer mir am besten gelungen ist. Welcher mir am besten gelungen ist. Bei den anderen, da werdet ihr wahrscheinlich schon Ingame-Szenen gesehen haben. Aber ich habe jetzt so lange an der Charaktererstellung gebaut und so viele Charaktere gebaut. Deswegen gibt's halt nur hier die Charaktererstellung von meiner Seite aus. Aber in der nächsten Folge wird dann eingezogen und der Rest wird dann auch gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei den Rogersons. Ja, genau, zur Info, ich habe Peter übrigens gefragt, ob ich Roger Rogerson benutzen darf, so wie wir den in der Erstelle ein Sim-Demo zusammen erstellt haben. Peter hat mir sein Ja gegeben. Ich stelle euch jetzt die Rogersons vor, die Patchwork-Familie übrigens. Denn Roger Rogerson ist hier adoptiert und deswegen heißt er auch nur Rogerson, weil Roger hieß nämlich mit Nachnamen eigentlich gar nicht Rogerson, sondern anders. Der Vater ist der Colonel Rogerson, ein eher böswilliger Mensch. Ich habe ihm einen Hitzkopf gegeben, er ist gemein, auf jeden Fall, vor allen Dingen zu Roger. Er ist auch ein Perfektionist, Roger passt nämlich da irgendwie nicht so wirklich zu. Er möchte natürlich steinreich werden. Der ist natürlich noch nicht ganz so alt, denn Roger ist ja adoptiert. Roger, wisst ihr übrigens, für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben, der ist natürlich ein herzensguter Mensch und sehr romantisch, allerdings auch sehr tollpatschig, aber auch ein Einzelgänger. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie das so harmonieren wird. Dann hätten wir seine Stiefschwester Mandy. Mandy Rogerson. Mandy Rogerson hat ihr gutes Aussehen auf jeden Fall von der Mutti geerbt. Sieht allerdings auch ein bisschen bitchig aus. möchte natürlich Musikerin, also Sängerin werden, ist ja klar. Ne? Ich meine, was sonst? Die Brust-OP ist auch schon lange von Fuddy bezahlt worden. Allerdings ist sie ein bisschen faul. Und auch ein bisschen chaotisch. Das heißt, das wird nicht so wirklich klappen mit der Gesangskarriere, schätze ich mal. Aber vielleicht, naja, wird es ja noch was. Die ist natürlich sehr selbstsicher, denn sie sieht ja nun mal schweinegut aus, ne, wie man hier sieht. Ich habe übrigens für Roger Rogerson habe ich ewig gebraucht, den so wieder hinzukriegen. Und habe mir dann unser Video nochmal angeguckt. Also exakt nicht ganze Stunde. Ich habe das Video halt durchgeklickt. Die einzig wirklich normale in dieser gesamten Familie ist so ein bisschen Sandy Rogerson, die Mutter. Die hat natürlich, die sieht natürlich gut aus, ne? Ich meine, Mandy hat von Sandy ihr gutes Aussehen ja nun mal geerbt. Sandy ist natürlich so ein bisschen der Grund, warum Roger adoptiert wurde. Die hat da so ein bisschen Erbarmen mit dem armen Jungen gehabt. Deswegen ist sie natürlich auch gut. Die ist allerdings ordentlich und gesellig.
Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit den Sachen hier von wegen Hitzkopf und chaotisch, wie das so ein bisschen wird. Ich hoffe, es wird lustig. Ist natürlich sehr häuslich und möchte eine große, glückliche Familie haben, ist ja klar. Übrigens, um mal ein Feature hier zu zeigen, was ich ganz cool finde, ist dieser Genetikmodus. Ja, also wenn ich jetzt von ihr... Von ihr kann ich jetzt ein Kind erstellen. So, von den beiden zusammen, der würde dann ungefähr so aussehen. Also der hat dann so ein paar Eigenschaften der Eltern. Aber gut. Wir gehen jetzt ins Maggi im Leben. Der Titel ist geil. Wir springen natürlich jetzt sofort in die Behausung der Rogersons und hoffen mal, dass was Lustiges passiert. Und hier sind wir jetzt ein bisschen gesprungen und können der Familie Rogerson dabei zugucken, wie sie in diese wunderschöne, knarrende Hütte einziehen werden, die ich ein bisschen modifizieren musste, wie man von hier aus schon sieht. Das werde ich euch sofort zeigen. Spielen. Ich möchte die lieben Rogersons eigentlich relativ frei machen lassen, damit da ein bisschen was passiert. So, und ich muss eigentlich das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Musik nicht zu laut, alles klar. So, hier haben wir die Familie Rogerson, da stehen sie. Moment, wir müssen auf Pause machen. Denn ich will ja nicht, dass die schon irgendwelche Sachen machen, bevor wir... So, ich zeige euch kurz, was ich gemacht habe. Erstmal habe ich übrigens die Kamerasteuerung geändert, wieder auf die Sims 3-Steuerung. Das war ziemlich wichtig. Diesen Raum hier musste ich anbauen für den lieben Roger, denn der braucht ja auch ein Bett. Das war ein 3-Bett-Zimmer-Haus. Ansonsten haben die relativ wenig Platz. Das heißt, die Fetzen werden hoffentlich fliegen. Oder auch nicht. Mal gucken, was passiert. Erstmal gehen alle rein. Ja, Mandy ist schon wieder mit dem Handy dran. Mandy checkt erstmal ihren Status auf Facebook. Finde ich gut, finde ich gut. Fanny geht erstmal Fernsehen gucken. Ah, ist schön. So, Roger hat direkt sein Zimmer gefunden. Das ist doch mal schön. Ja, Roger liest direkt ein bisschen was. Sondert sich von den anderen ab. So, so. Oh, Fanny und Tochter verstehen sich. So, dann gucken wir mal, wie dem geht. Wie funktioniert das denn jetzt hier? Was haben wir hier? Die haben ein Telefon. Oh, eine lockere Unterhaltung. Der Colonel unterhält sich mit seiner Tochter. Ja, die beiden verstehen sich ja auch. Und Roger, Roger sitzt wieder allein in seinem Zimmer und liest ein Buch. Genauso wie die... die Mutti. So, wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr. Ich würde sagen, es ist Zeit, dem Vater gleich einen Job zu suchen. Frau Mutti muss erstmal auf Klo. Freundlich zu Mandy sein? Ja, ja, zu Mandy ist der freundlich. Na, Roger möchte auch Fernsehen gucken, aber Roger darf nicht Fernsehen gucken. Sandy. Sandy kann nochmal eine Runde Frühstück machen. Oder wie sieht's aus? Oh. Hey, hey, hey. Wie wär's mit Frühstück servieren? Erstmal Rührei für alle. Mandy hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Aha. Okay, ist ja krass. Gibt neue Fähigkeiten. Ja, hier, Schatzi. Hier, mach doch mal Rührei für alle. Was ist da los? Spielzeug kaufen, freundlich zu Mandy sein. Ja, hau rein. Rührei. Haben wir das bestreben, die Karriere, Fähigkeiten, Beziehung. Ja, Sandy hat keine Fähigkeit, das ist natürlich schade. Da haben wir die Bedürfnisse. Das ist alles ein bisschen anders aufgebaut jetzt. Wir wohnen übrigens, ich weiß gar nicht, wie die Nachbarschaft heißt. Mal gucken, ob ein paar Nachbarn vielleicht später mal vor. Da kommt schon ein Nachbar, oh Gott. Warum möchte die kein Rührei machen? Ja, ich kenne die Zeitsteuerung, lass mich in Ruhe.
Ach, das ist die Aktionswarteschlange. Ah, ja. Okay. Jetzt geht los. Mein Gott, das hat lange gedauert. So, Mutti macht jetzt erstmal Frühstück für alle. Und Fuddy braucht unbedingt... Oh, Roger ist schon wieder deprimiert. Der ist angespannt. Warum? Roger, was ist los? Oh. Date planen. Ja, Roger plant immer sein Date. Und möchte auch immer mit jemandem flirten, aber leider findet er niemanden. Das ist... Ach, schlecht. Was haben wir denn hier? Fremde Gefahr. Oh, oh. Wo ist denn die fremde Gefahr? Moment, das ist doch der Sohn. Der ist doch... Hallo? Naja, also er ist ja natürlich adoptiert. Deswegen fühlt er sich natürlich unwohl. Außer bei Moody. Die macht ihm ja auch gerade was zu essen. Roger sitzt ja auch schon da und wartet da ganz angespannt auf. Oh, Moody hat Probleme. Hat die gerade die Pfanne geschlagen? Also macht man Ruhe. Roger und Sandy kennen sich noch nicht. What? Das machen wir gleich. Unangenehmes Gespräch. Oh oh, Roger ist angespannt. So, da, Rührei für alle. Beleidigen. Mach dir erstmal Kompliment. So, die beiden kommen wieder klar. Roger ist wieder ein bisschen. Alles wieder gut. Die gucken den ganzen Tag nur Fernsehen. Wir müssen dem Vater müssen wir echt mal einen Job besorgen. Denn der ist ja der, der die Kohle ranbringt. Ja? Ich habe den Vater auch extra so ein bisschen gemacht. Die Klamotten, die der trägt, sind alle farblos. Also relativ farblos. Der hat immer grau, schwarz oder irgendwie sowas an. Was sehr dezent ist. Ganz im Gegensatz natürlich zu Mandy. Moment, die hieß Mandy, ne? Ja, das ist Mandy. Mandy muss man natürlich dazu erziehen, beziehungsweise gucken, dass sie sich auch ganz viel mit Freunden trifft und Partys feiert und so weiter. Ne? Oh, oh, Roger hat Angst vor Feuer. Hab ich denn eigentlich so was wie ein Telefon oder eine Zeitung? Gibt es hier noch eine Zeitung? Wie komme ich denn hier an Jobs? Oh, da kommen die Nachbarn. Oh oh. Na, die kommen uns nicht besuchen. Wir sind unbeliebt in der Nachbarschaft. Jetzt schon. Wie besorgt man sich in diesem Spiel denn einen Job? Ich habe keine Ahnung. Kann Fadi nicht hier irgendwie... Was guckt er denn? Ach, Comedy. Das guckt er nicht. Er guckt den Action-Kanal natürlich. Oh, er ist beschämt. Wieso so beschämt? Ein unangenehmes Gespräch mit seiner Tochter. Okay, selbstständig. Aber Fadi, du brauchst doch mal mit Gefühlen spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Aha. Danach bist du für das Gefühlsleben. Ach so, ja, die Sachen kennen wir ja schon. Ich glaube, sowas gab es ja aus den Sims 3. Oh oh, was ist da? Leute, Mandy? Oh, jetzt gibt's Stress. Oh oh. Wieso hat Roger denn jetzt seine Mutti angebrüllt? Roger ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Colonel ist gemein. Oh oh. Du heißt Duvoren. Ich glaube, die bleiben nicht lange zusammen. Aber der Colonel hat Spaß. Ich würde sagen, der Einzug ist geglückt. Ich denke, demnächst werden wir uns dann mal einen Job besorgen. Der Colonel braucht auf jeden Fall einen Job. Und das sehen wir in der nächsten Folge von Maggie im Leben. Vielleicht lassen die beiden sich ja auch noch scheiden, wer weiß. Und wird Mandy ihrer Gesangskarriere frönen können? Man weiß es nicht. Roger braucht auch noch eine Freundin. Es ist noch so viel, was passieren kann. Das sehen wir in der nächsten Folge.
Hallo zu Mitten im Leben, die Sims Edition. Und wir sehen hier gerade die Erscheinung der kleinen süßen Prudencia. Ein super smartes, exzentrisches, kluges, geniales Wesen der Menschheitsgeschichte. Lieb, freundlich, weiß immer, was das Richtige ist. Wenn so Menschen die Welt bevölkern würden, wäre die Welt ein besserer Ort. Ganz klar, Prudencia wird das Leben der Menschen bereichern. Es wird auf jeden Fall eine glorreiche Zukunft auf sie warten. Sie wird grandios, fabelhaft, intelligent und wunderschön sein. Sie wird das Leben auf dieser Welt verbessern, verschönern und erweitern um all die Facetten, die es zu lieben gibt. Aber jedoch, sie hat noch einen Bruder. Gurdus, der Abschaum der Menschheit. Was aus ihm wird, weiß keiner so genau. Fakt ist, er ist chaotisch. Er wird die Welt ins Chaos stürzen. Nicht mehr als die Weltherrschaft oder zumindest das totale Chaos ist sein komplettes Ziel. Besonders andere Menschen auf die Nerven zu gehen, fällt ihm immer mal wieder besonders leicht. Kann man einfach nur sagen, ach ja, mit so einem Bruder, da kann man echt nichts anfangen. Und zu guter Letzt Tutela, die Mutter der Obhut, der Liebe, des familiären Glückes, des Schutzes, der Beschützenden, der Liebenden, der Hoffnung, der Freude, des Zusammenhalts. Die Mutter der beiden Rabauken, die Mutter von Prudencia, die Mutter von Gurdus. Beides Wesen erschaffen, in diesem Fall unbefleckt. Wie genau, man weiß nicht noch. Vielleicht ist aber Tutela auch eine kleine Schlampe. Wir werden es vielleicht auch ein bisschen sehen im Laufe der Zeit. Ich kann an dieser Stelle schon sagen, oh Marcel, du geiler kleiner Nistling. Leider bleibt er auf der anderen Seite immer wieder auf der Strecke. Alles, was mit der Karriere zu tun hat, als kleine Schriftstellerin, die nichts besonders Großes kann und will. Naja, ist ein zukünftiges Haus leider nur spärlich eingerichtet und auch Geld ist nun in gewissem Maße vorhanden. Sehr schade, trotz alledem versucht sie das Beste für ihre Kinder rauszuholen und diese zu lieben und zu beschützen. Und natürlich, dass nicht alles im Chaos versinkt. Mit den wenigen Mitteln, die Tutela im Laufe ihres Lebens ansparen konnte, versucht sie Prudencia und Gurdus ein wunderschönes Leben zu machen. Leider reicht es nur für das Nötigste. Weder besondere Spaßtechniken, noch einen Anstrich, noch sonst was kann man sich wohl leisten. Gerade mal unterm Strich für einen Fernseher eine spärliche Küchenausstattung und das, was man halt zum Leben braucht, reicht es, ja. Und am Ende des Tages ist da immer noch diese Rechnung, diese horrenden Stromrechnung, ja. Wer kann da nur helfen? Was kann man da nur machen? Es ist so traurig. Nur die Liebe der Familie hält Tutela davon ab, dass all dies im Chaos versinken wird. Es ist einfach eine schreckliche, schreckliche kalte Welt da draußen, ohne großartige finanzielle Mittel. Aber sie holt das Beste raus. Man muss natürlich an dieser Stelle noch einmal ganz klar erwähnen, dass der Einrichtungsgeschmack nicht der beste ist. Trotzdem weiß sie, wie man liebt. Einigermaßen kann sie kochen. Sie wird alles dafür tun, ihre Kinder am Leben zu halten. Sie geht fleißig arbeiten. Mit, naja, mehr oder weniger Erfolg. Okay, aber sie wird alles dafür tun, um ihre Kinder und ihre Kindern ein wundervolles Leben zu ermöglichen. Ein kleines Haus zu bauen und dieses auch auf Dauer zu bewirtschaften. Gerade Gastfreundschaft und ein großer Raum sind auch mal typisch an dieser Stelle für Tutela, die einfach möchte, dass das soziale Umfeld so gut wie möglich sein wird. Aber an dieser Stelle genug gelabert, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal etwas genauer an und steigen jetzt direkt ein. So, und da befinden wir uns nun auch endlich in der Welt. Die gute Tutela wird jetzt erstmal für die Kleinen was zu essen machen, während unsere liebe Prudencia anfängt erstmal etwas fernzusehen. Nein, Schnucker, der Gurdus wird erstmal etwas fernsehen. Das ist nicht dein Zimmer. Das ist dein Zimmer. So. Ein kleines mittelständisches Haus hier. Ja, da kommt auch dann der Jogger vorbei. Die guten Leute überall.
alles hier am Start. Ein bisschen Fernseh gucken geht doch immer. So, die gute Prudencia. Geh doch mal ein bisschen spielen. Während Gurus anfängt, glaube ich, bald in diesem doch eher lahmen Haushalt, der kaum etwas bietet. Wir haben ja auch nichts. Wir sind ja auch so arm. Ach, wie soll das nur weitergehen? Die Tutella ist auch wirklich so eine von den Damen. Ha, Fernseh gucken, kümmert sich um die Eltern, kümmert sich um die Kinder. Aber sie hat doch nichts, ja? Die Kinder an sich, die verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Und da hatten die schon immer Geld. Guck mal hier, richtig schön geschäftsmäßig. Kann man auf jeden Fall mal machen. Er ist ein bisschen verspielt, der Gurdus. Gucken wir mal, was man denn da noch so alles erreichen kann. Kann ich nur an dieser Stelle? Ja, wir haben eine soziale Fähigkeit erworben. Erstmal den Teddy umarmen. Das macht richtig viel Spaß. So, der geht's okay. Die guckt gerade Kanal. Multitasking. Ja, ist okay. Ja, Selbstständigkeit. Geh mir nicht auf den Sack. Mit Gefühlen spielen. Die ist inspiriert. Was haben wir hier? Mit Gurdus plaudern. Das hört sich doch gut an. Und vorher darf sie ein bisschen in der Küche rumduckeln. Jetzt muss ich mal überlegen, wo sehe ich denn gerade, wie es den Sims so geht. Gute Frage. Wir wissen es noch nicht. Gehen wir darüber. Koch doch mal was für die Kleinen. Was haben wir denn hier? Familiengröße. So. Tutella, so wie man sie kennt, schön jetzt hier am Kochen. Während die Tutella kocht, geben wir uns noch mal kurz bei den Kindern an. Oh, fällt mal auf. Irgendwie scheinen ja ein wenig Lampen zu sein in diesem tristen Haus. Da muss man doch noch mal ganz kurz was machen. Und vor allem als allererstes noch mal kurz Musik unterstellen. Änderung anwenden. So. Müssen wir doch noch mal ganz kurz das ein oder andere Lämpchen aufhängen. Da hängt da auch noch eins. Warum ist das denn nicht an? Wir wissen es doch nicht. Ab in den Live-Modus wieder zurück. Oh, wie langweilig das Haus doch aussieht. Aber die Mutter hat auch einfach keinen Job. Muss man auch einfach mal so zugestehen. An diesem wunderschönen Sonntag. Morgens um 10. Nein, ja, jetzt nerv mich doch nicht. Jetzt, Alter, ohne Spaß. Ständig wird man ja mit irgendwelchen Sachen genervt. So, Essen wird zubereitet. Was gibt's denn? Leckere Macaroni. Meine Fresse. Boah, sieht doch super aus, oder? Oh. So, da hat Tutella auf jeden Fall mal ein wenig ins Klo gegriffen. Oh, jetzt auch noch angebrannt. Mein Gott, was passiert denn hier? Huiuiuiui. Jawohl. Da gebe ich doch erstmal zum Essen rufen. Mann, ich smile hier. Erstmal Selfies machen und ähnliches. Ab geht's zum Essen. Wunderschön. Gucken wir mal an, was die nette Dame so alles macht. Ja, der kleine Haushalt hier. Wir werden auf jeden Fall nochmal sehen. Insgesamt 3 Stunden mit einem Kind verbringen. Alter Vater. Wo sehe ich denn gerade? Wie viele Fähigkeiten die Einzelne hat? Ich weiß gar nicht. Inventar. Simologie. Ne, das ist der Perfektionist. Statistiken. Ne, da auch nicht. Das gucken wir nochmal weg. Da! Blase! Sehr gut. Cool. Haben wir dabei. Guck mal, die Kleine muss pissen. Ja, Prudencia auf jeden Fall gleich am Pissen. Aber erstmal ist die ganze Familie wunderschön zusammen. Kleines Familienleben. Noch hat Tutella alles im Griff. Heute live aus der Perspektive. Sowani Joka. Abenori Yikla? Echt mal. Ich versuche das mal für euch zu euch übersetzen. Heißt auf jeden Fall, na mein Schatz, wie geht's denn heute? Musst du nicht richtig hart strohlen? Alle lachen sich hier einen weg, wa? Der Kleine baut schon wieder richtig Scheiße. Dafür sorgen wir auf jeden Fall noch mal in einer Folge mehr. Oh, guck mal, Prudencia ist doch schon fertig. Tutella ist doch schon fertig. Ordentliche Frau, direkt hier am Abspülen. Die Kleinen hätten gerne ein bisschen Musik.
Und der Großen geht's auch ganz gut. An diesem wunderschönen Sonntag. So. Aber das kann ja so nicht bleiben. So, Mr. Tutella muss ja mal einen Job finden. So, dann suchen wir nach einem Job. Da. Tja, gute Frage. Was könnte man denn da machen? Montag, Mittwoch, Freitag und Samstags wird hier gearbeitet. Als Verbrecherin, als Leckermaul, Technikguru. Gute Frage. Da müssen wir nochmal ganz kurz an dieser Stelle nachgucken, was denn Tutella so alles an Fähigkeiten besitzt. Ordentlich, häuslich, Perfektionist. Tja, wir sind ja nix gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass wir in nichts gut sind. Komm schon, do it. Finde doch nochmal kurz einen kleinen Karriereweg. Verbrecherin, Schriftstellerin. Ja, ich glaube, wir fangen mit einem etwas Gestandenem an. Ich glaube, wir werden Koch. Wobei mit den Kindern auch von 16 bis 1 Uhr. Ach nee, dann kann man ja auch nicht immer da sein für die kleinen Kinder. Was machen die dann nachmittags immer? Wenn man gerade aus der Schule kommt, alleine. Vielleicht sollte man doch einen Beruf wählen mit ansehnlicheren Arbeitszeiten. Astronautin vielleicht auch nicht ganz so gut. Aber auch schön, dass man Astronaut werden kann von 8 bis 17 Uhr, definitiv. Schriftstellerin von 11 bis 19 Uhr. Ich glaube an dieser Stelle, wir werden Maler. Das ist doch schon mal was. So, die Grundschule beginnt in 3 Stunden. Und die auch. Was ist da los? Ja. Wir werden Schriftsteller. So gehört sich das. Ja, da muss die Kleine, darf jetzt erstmal auf Toilette gehen. Was haben wir denn hier? Ja, ist ein bisschen verspült, muss auch auf Toilettchen. Alle müssen so pinkeln. Aber vorher darf Tutella dann nochmal ein bisschen aufräumen. Sinegay! Ja, Mensch. Komm, geh pissen. Boah, der Kleine hat aber auch hier eine Nase. Leck mich am Arsch. Boah, guck mal, die Wände auch noch trist und so. Da passiert davon, wenn man einfach noch kein Geld hat, wa? Da machst du einfach nichts. Nein, Tutella, du darfst jetzt erstmal aufräumen. Ja, geh doch ins Badezimmer, während die Kleine am Pissen ist. Ohne Spaß, ich würde dir direkt auf die Oma geben. Aber ich glaube, potenziell ist dafür zu klug. Ein bisschen abwaschen, gar kein Problem. Und anschließend eine fesselnde Geschichte erzählen. Ein bisschen austauschen kann man die beiden ja auf jeden Fall mal. Die Mutter darf direkt wieder arbeiten. Ja, hoppala. Du darfst. Ruf ihn erstmal herbei. Ne, du darfst erstmal pissen. Geh mal streuen. Bist ja auch noch gut dabei. Ja, ja, einer der ersten Tage in der Familie Corpus hier. Noch ist alles ganz okay. Guck mal da. Wollte ich vorstellen. Geh mal kurz nach draußen und stell dich mal dem alten Mann vor. Vielleicht ist das ja was für dich. Nein, jetzt mach deinem Sohn keine Komplimente. Du sollst mit Marcel plaudern. Nein, jetzt setz dich doch nicht hin. Junge! Mach mich doch nicht fertig. So, du hast Spaß. Was haben wir denn hier? Ohne Spaß, das Zimmer ist voll langweilig. Was kann sie machen gerade? Boah, ja. Ohne Spaß. Wir können nichts lernen, gar nichts. Wir sollten an dieser Stelle zumindest mal einen Computer kaufen. Den wir uns nicht leisten können. Wir sind aber auch eine arme Familie. Können uns gar nichts leisten. Okay, wir kaufen zumindest ein Anfängerset für Nachwuchszauberer. Jawohl! Da wird doch gerade Prudencia sicher richtig viel Spaß mit haben. Guck mal hier direkt an die Wand, das Ding. Buyaka. Geh mal experimentieren. Ah, Tutella, die alte Schlampe, ist direkt wieder mit dabei, hier mit dem Marcel zu flirten. Was sieht das aus? Was können wir denn noch machen? Witze? Erzähl mir mal einen geilen Witz über Vampire. Wie soll das sein? Slufador.
Was ist das denn für ein Vampir? Schuck, schuck, schwer! Ja, ein guter Vampir, definitiv. Ein guter Vampirwitz. Ich stimme dazu. Aber ihr könnt euch noch mal kurz ein wenig kennenlernen. Wir müssen auch Beziehungen aufbauen, wa? Wir müssen einen Vaterersatz finden. Springen wir doch noch mal zu Gurdus. Dem ist aber echt langweilig. Ich glaube, der setzt sich jetzt mal hin und wird dann mal wunderschön ein wenig Fernsehen gucken. Oder was läuft denn heute so in der Glotze? Ja, guck mal den Action-Kanal. Ist der Fernseher jetzt echt zu weit weg? Oh. Ja, setz dich ruhig nochmal hin. Okay, du sitzt lieber im Stehen. Genau, du sitzt lieber im Stehen. So sieht's aus. Der sitzt lieber im Stehen, der Junge. Ja, also machen wir mal so. So. Kannst du ein bisschen Fernsehen gucken, ja. Jetzt macht er mich auch klug. Wissen wir ja alle. Fernsehen gucken macht einfach klug. Ist einfach Fakt. Prudencia ist die einzige, glaube ich, die wirklich in diesem Fall wirklich mal ein wenig machen wird. War ziemlich lecker. Ist gerade glücklich. Ist auch glücklich. Eine glückliche Familie. Wunderschön. Da gehen wir mit einer glücklichen Familie weiter. Aber gucken wir doch mal, was zu einem späteren Zeitpunkt passieren wird.